Verehrte Österreicherinnen und Österreicher, mein Name ist Beate Hattinger-Klein und ich darf Ihre Bundesministerin für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Konsumentenschutz sein. Vor 100 Jahren hat die Erfolgsgeschichte des Sozialministeriums seinen Lauf genommen. Eine Geschichte, die unterschiedlicher nicht hätte sein können, auf die wir aber mit Stolz zurückblicken. Die Anliegen der Menschen und auch die damit verbundenen Aufgaben des Sozialministeriums haben sich im Lauf der Jahre natürlich verändert. Aber wir können mit Sicherheit sagen, dass das Sozialministerium die Anliegen der Menschen vor 100 Jahren genauso ernst genommen hat, wie wir das heute auch noch tun. Wenn Sie bedenken, nach dem Zweiten Weltkrieg war es eine der größten Aufgaben des Sozialministeriums, den Staat Österreich wieder aufzubauen, die Hungersnot zu bekämpfen und für die Kriegsopfer da zu sein. Diese Herausforderungen haben wir gemeistert, vielmehr unsere Vorfahren, ihre Großeltern und meine Vorgänger hier im Sozialministerium. Wir haben es geschafft, Österreich zu jenem Sozialstaat zu machen, der er heute ist. Die soziale Sicherheit, Gerechtigkeit und Fairness sind die Grundlagen einer Demokratie. Doch die Zeit hat die Probleme, die Ängste oder Sorgen der Menschen natürlich nicht genommen. Die Zeit hat sie verändert. Heute stehen wir unter anderem vor den Herausforderungen, die sich vor 15 oder 20 Jahren noch keiner vorstellen konnte. Das Stichwort Digitalisierung. Wie verändert das unser Leben? Welchen Einfluss hat das in der Wirtschaft oder im sozialen Umgang miteinander? Hier gilt es, die richtigen Maßnahmen zu setzen, um genaue Antworten und Lösungen für Österreich zu finden. Wir sind uns durchaus bewusst, dass alle unsere Entscheidungen einen Einfluss auf ihr Leben haben werden. Sei es in der Gesundheit, im Arbeitsmarkt, bei den Pensionen, in der Pflege und in vielen Bereichen mehr, die ihr Leben tagtäglich bestimmen. Das Sozialministerium ist seit 100 Jahren bemüht, hier die richtigen Entscheidungen für die Österreicherinnen und Österreicher zu treffen. Ich bin sehr stolz, dass uns das auch in vielen wichtigen Punkten gelungen ist und freue mich deshalb, am 5. November im Beisein von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Sozialministeriums, aber auch Mitgliedern der aktuellen und früheren Bundesregierungen das 100-jährige Jubiläum des Sozialministeriums zu feiern. Happy Birthday uns allen!